So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, wenn du den Weg hierher gefunden hast. Ich möchte mit euch zusammen das Spiel Jalopy spielen. Hier geht es darum, dass man mit einem Trabant und seinem Onkel reist und dabei diesen wunderschönen Trabant 601 Deluxe restauriert und neu aufbaut. Ich habe den Trabant bereits aufgebaut und vorbereitet, damit wir gleich so starten können. Ich möchte bloß noch schnell die Benzin-Ölmischung ändern. Momentan haben wir eine magere Mischung. Jetzt haben wir eine optimale Mischung. Genau. So, das kommt alles in den Kofferraum. Jetzt schließen wir noch die Motorhaube und können das Spiel beginnen. Ersatzteile liegen hier leider keine weiter rum. Müssen wir dann wahrscheinlich unterwegs irgendwie uns ergattern. Uff. Hier haben wir das Wartungshandbuch. Es umfasst die Grundlagen der Bedienung des Wagens. Ja, aber musst du mir das so ins Gesicht hauen? Lütfi, ne? Na gut, gib mal her. Ja, darin finden wir Informationen über den. Spiel ist der Leica, im Echt natürlich der Trabant. Ja. Haut mir da fast das Ding ins Gesicht. Das ist die Landkarte. Die ist wichtig, da sie dir erlaubt, die Routen zwischen den Reisezielen zu wählen. Ja, wir fahren hier nach Dresden. Okay. Ich würde auf jeden Fall beim ersten Mal eine Tankstelle auf jeden Fall mitnehmen und Sonne, ja, ist auch ein. Sobald deine Route ausgewählt ist, kannst du keine andere mehr wählen. Alles klar. Dann können wir Statistiken sehen. 455 Schritte. Die sind erstmal ein bisschen leer, ne? Wird später mal interessant. Hardbox mich noch mit dem Schlüssel, Dankeschön. Steck sie. Rück in die Z Steck sie. Die Schlüssel, der Schlüssel. Egal. Mach ich. Oh, okay, man muss gedrückt haben. Ja, und so beginnt unsere Reise. Genau, Onkel. Genau das tun wir gerade. Okay. Dem ersten Abschnitt werden wir auf der Autobahn bleiben. Das sollte dir die Möglichkeit geben, dich mit dem Trabant vertraut zu machen. Ja. Vorne. Nur schon mal im Kreisverkehr. Ah, es ist schön, wieder auf der Straße zu sein. Es ist so lange her, seit ich außerhalb von Ostberlin gereist bin. Noch länger, seit ich Ostdeutschland verlassen habe. Ja, kann ich mir vorstellen. Und da vorne ist eine Kiste. Oh Gott. Jo, Bremsweg läuft auf jeden Fall. Okay, die Kiste hat ein Schloss. Ich pack die mir hinten rein, wenn das geht. Ist das jetzt noch irgendwie drüben? Ja, guck an. Sehr schön. Ja, persönlich ist es. Oh. Okay. So, sie liegen verkeilt rum. Okay. Okay, alles klar. Aber irgendwann müsste langsam mal eine Tankstelle kommen, das wird hier langsam dünner. Was ist eigentlich das hier? Uah. Schön an Speed verloren, was haben wir hier?
Schalte die Warnblinker aus, sonst werden wir noch angehalten. Ah, Chef. Das hier. Hier hilft scheinbar nichts. Verschlossen. Ah, beide verschlossen, Junge. Genau das ist das, was ich über das Spiel schon weiß. Man kann, soweit ich auf YouTube mal gesehen habe. Es funktioniert. So. Okay. Man kann Sachen nämlich auch auf den Schoß legen. Ich weiß nicht, ob das ein gewolltes Feature vom Spiel ist oder nicht. Und unser Auto fängt an zu qualmen. Brauchen dringend eine Tankstelle. Und da ist der nächste, der sich aufs Dach gelegt hat. Junge. Fällt dir auf, wie sich die Landschaft verändert? Ja, das wollte ich eigentlich vorhin schon mal sagen. Schwarzes Dreieck. Okay. Ah, Tankstelle. Also, kann ich, hoffentlich haben die was zum Öffnen hier. Oder ich kann die Kiste so verkaufen, wäre auch gut. Okay. Ein Liter kostet 1 Euro. Das sind doch schöne Zeiten. Jetzt sind wir schon beim Doppelten. Gut, ich gehe erstmal das Benzin bezahlen. Ja, nehme ich. Ja, die habe ich dabei. So. Okay. Also mal sehen, wir brauchen. Einmal bitte Öl. Also Benzin brauche ich nicht. Habt ihr was zum irgendwas zum Reparieren? Wagen? Oh, okay. Ja, das will ich. Nee, aber was zum Reparieren haben sie nicht. Nur mal noch das hier. Das können wir uns auch gebrauchen. Wasser? Nee. Oh! Das sieht sehr gut aus. Okay. Würste. Na gut. War immerhin was Gutes dabei. Oh Gott, ist ziemlich viel. Jawohl. Kann ich irgendwie noch ein bisschen? Hallo? Nee. Boah, das hat jetzt wirklich richtig schön reingeballert. Okay. Eine Tankfüllung kostet rein. So, jetzt sind wir zurück auf der Straße. Zur Gaststätte. Wir ruhen uns aus und fahren am nächsten Tag in die Tschechei. Perfekt, da ist eine Tankstelle.
tanke ich noch mal kurz. Habt ihr ein Reparaturset? Ja, das weiß ich bereits. Nee. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, checken wir hin. Was ich auch über das Spiel weiß, ist, okay, dass man Geld bekommen kann, wenn man bei Leuten klopft, soweit ich mich erinnere. Licht aus. Jetzt yes. 20, das ist kein Problem. Nette Dame. Zimmer 1b. Wir bitten dich freundlich, die anderen Gäste während deines Aufenthalts nicht zu stören. Komm, du kannst dich aufs Zimmer lassen. Mach nicht so einen Stress. Nette Frau, ich werde ihre Gäste sowas von nerven. Ich werde in die Bude einrennen, Junge. Los geht's. Oh, okay. Also, das ist unser Zimmer. Ich versuche hier drinnen zu schlafen. Ja. Na gut. Alter. Das machen wir ein anderes Mal, wenn ich das Ding finde. Denn das war's für heute mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist das? Oh. Okay. Ein Telegramm. Okay. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Aber ich bin erstmal raus für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das. Da steht unser Auto. Hallo, Auto, Trabi, Brummbrumm. Gut, schon wie es weitergeht, wenn wir beim nächsten Mal sehen, lege mich ins Bett und sage Tschüss.